Jawohl, also da können wir loslegen. Ab in die neue Front. Seitenwahl natürlich auch fürs gute Gefühl so eine Sache. Kennt ihr auf Cash jetzt vielleicht nicht die absolute Wichtigkeit, aber ich denke, beide Teams möchten ja gerne auf der CT-Seite anfangen. Und Penta darf sich die Seite aussuchen. Also, wahrscheinlich CT-Start. Wir können es nicht lesen, da die ISEA-Server uns den Chat halt leider komplett verbieten. So, auf geht's in die Partie. Panda Sports gegen Navi. Und wir drücken, wie gesagt, den Penta-Jungs die Daumen. Warum auch immer Crystal mit Fragezeichen Penta unterwegs ist. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. Du, Sweetie, was war gegen Zeus? Da möchte man offensichtlich einen Go draus machen, aber so richtig schwunghaft geht es da nicht voran. Speedy, der hat ja die letzten Matches so genial gespielt auf Panther. Mal gucken, ob er heute auch wieder seine Leistung abliefern kann. Gegen Edward war nicht allzu schwer. Ja, und Guardian wird da auch nicht mehr viel machen können. Ganz alleine gegen 5. Er hat keine gute Position. Die Bombe liegt da vorne auf dem A-Spot. Das ist es gewesen für ihn, für die Runde. Die einzige Möglichkeit, die ihm vielleicht bleibt, ist hier noch ein kleines bisschen Schaden zu machen. Scheint nicht so, als hätte jemand mitbekommen, dass er in der Tür steht. Aber Küsse hat sich rechtzeitig umgedreht. Also 1-0 für Panther Sports. Sehr, sehr guter Start für die Deutschen. Flawless First Round. Das ist für Navi natürlich auch alles irgendwo ein bisschen schief gegangen. So eine kleine Lücke unten in der Smoke, die würde er wahrscheinlich liebend gerne ausnutzen. Aber es ist natürlich ein ganz kleiner Bereich, den er dann abdecken kann. Chancen, dass ihm da jemand reinläuft, sind relativ gering. Aber er hat die Vermutung, dass vielleicht jemand mit der Flash ankommt. Da oben ist der Fuß von Speedy, aber den hat er nicht im Blick. Also sollte das höchstwahrscheinlich nicht auffallen. Ich würde mal behaupten, Penta hat sich bei seinem Namen ein bisschen vertippt. Ich weiß nicht, ob das Fragezeichen sonst die Bedeutung hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Zeus. Jawohl. Schöner Entry-Track. Speedy muss auf jeden Fall schauen, dass er da irgendwie möglichst viel Schaden macht. Denn überleben wird er das höchstwahrscheinlich nicht. Flamey hat ihn jetzt ausgeschaltet, aber Speedy hat einiges an Damage mitgenommen. Und Crystal kann ihn endlich dicht machen. Schönes Brett von Guardian. Hat nochmal Geld gekostet bei Penta. Aber die Runde war halbwegs safe. So, jetzt sehen wir Navi da mit Sicherheit noch einmal in der Full Eco, beziehungsweise in der Pizza 50 wird man sich da an der einen oder anderen Stelle schon mal leisten können, denke ich. Idee. 14 AP, der muss auf jeden Fall aufpassen, dass er sich hier nicht zu sehr reinbegibt. Eigentlich könnte Speedy sich noch ein kleines bisschen weiter zurückziehen. Vielleicht jemand anderem die Gabelstaplerposition überlassen. Boah, da kriegt er von Guardian ein dickes Brett reingedrückt. Und wir sehen jetzt, sie ist mit der Bombe unterwegs rüber Richtung B-Spot.
könnte interessant werden, denn die ganze Navi versucht hier wirklich mit aller Kraft abzulenken. Aber da die Bombe noch nicht aufgetaucht ist, wird man auch wahrscheinlich nicht alle Spieler auf den Ausbau drüber schieben. Jetzt kommt Edward noch über kurz. Zumindest Struktur nochmal angreifen, aber die Glock ist nicht gerade die vertrauenserweckendste Waffe, wenn es um das geht. Man hat natürlich gehofft, dass man Panther dazu bewegen kann, alle Spieler zumindest vom Baseball wegzuschieben. Ja, und Tarzan ist da eisern stehen geblieben, alles richtig gemacht. Gegen Echo, der letzte Spieler verschiebt erst, wenn man die Bombe gesehen hat. Nicht eine Sekunde früher. Und genau so ist es richtig. 3:0. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Guardian direkt mit AWP und mit Chris auf der anderen Seite. Ist die Frage, ob die beiden sich gegenüberstehen werden. Navi spielt ganz gerne mal eine starke Mittekontrolle hier auf Cash. Und Penta hat Chris natürlich erstmal Richtung B-Spot geschickt. Also auf ein reines AWP-Duell werden wir uns wahrscheinlich nicht einlassen können. Aber Guardian hat Tapsen aus der Mitte gefischt. Jetzt nur noch Struxi, aber der hat auch nur einen kleinen Winkel aus seinem Schacht. Flamey. Bisschen sehr offensiv meiner Meinung nach von Speedy. Der hätte da durchaus vorsichtiger vorgehen können. Jetzt Christian natürlich auf dem Weg Richtung Spot. Aber da müssen seine AWP-Shots sitzen. Und wir sehen es schon aus dem Augenwinkel. Da oben kommt jemand rum. Guardians schießt in den Kopf von den Schultern. Das ist für Tarzan hier höchstwahrscheinlich gewesen. Die Frage ist, ob die gesavte Waffe helfen würde. Ob man sie überhaupt durchbringen kann. Edward geht rum, nimmt ihn aus dem Spiel. Und Navi zeigt von Waffenrunde Nummer 1, dass sie sehr gefährlich sind und dass man mit ihnen bloß nicht spaßen sollte. Jetzt natürlich dann wieder Geldprobleme bei Panther Sports. Jetzt müsste man höchstwahrscheinlich, ja, jetzt müsste man erstmal in die Eco gehen. Ein kleines bisschen kann man sich leisten. Aber wenn man AWP spielen möchte, dann muss irgendjemand in den sauren Apfel beißen und für Crystal durchsparen. Denn der kann sich das in der nächsten Runde nicht leisten. Guter Versuch, gute Möglichkeit, es hieß da gefährlich zu werden. Er hält sich auch nicht gerade defensiv, da kommt da ins Siegelbrett reingemarschiert. Speedy währenddessen oben den Pick gesetzt. Da muss man natürlich in der Main auch etwas vorsichtiger sein. Und Navi könnte hier die ganze Situation vielleicht ein bisschen aus den Händen gleiten. So, ist Richtung Mitte, schönes Spray-Control. Seine AK gut unter Kontrolle, aber auch Speedy kann ordentlich zurückschießen. 3 gegen 2 und vor allem hat Panther jetzt... Na, bisher trotzdem nur eine Waffe, aber zumindest diese eine bei Speedy. Und wenn wir mal einfach auf ihm bleiben, wenn er jetzt hier noch einen mitnimmt, dann ist die Runde gut machbar. Oh, die Smoke, die da getippt hat, die hat ihn dazu veranlasst, sich umzudrehen. Und Flamey hat natürlich ein leichtes Spiel gehabt. Trotzdem verständlich, dass ich mich davor umdrehe. Man weiß nicht, ob es ein Silent Flash ist, die da kommen soll. Jawohl, Guardian hat ordentlich Damage gefangen. Crystal setzt sich durch mit der USP. Und es bleibt dann Flamey hängen, den ersten hat er. Und jetzt muss der Headshot her, denn Crystal hat AWP. Nein, was macht er? Statt mit der Piste dort, wollte weglaufen. Dann kommt er nicht rechtzeitig auf die AWP rüber. Nein, da hätte ich doch die Arme lieber im Zoom genommen. Oder ohne Zoom. Besser wäre es gewesen. What? Moment, die Zeit ist abgelaufen! Die Zeit ist abgelaufen! Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's gar nicht mitbekommen! Die Zeit ist abgelaufen! Christian hat das auf Zeit gespielt! Holy shit! Ich dachte, das ging noch durch! Ich dachte, das ging noch durch! Oha! Wow. Also, allerhöchste Eisenbahn gewesen. Ja, gut. Damit hat Panther das natürlich durchbekommen. Gut. Nehmen wir. Beschweren wir uns nicht, würde ich sagen. Schönes Teil von Edward. Und auch das sieht man... Seit dem letzten großen Update, seit dem Hitbox-Update,
Dadurch, dass die Hitboxen sich so viel präziser anfühlen, sind immer mehr Leute auch selbstbewusst genug, um die hier zu spielen. Die Attacke über kurz, schön von Tarsien aufgehalten worden. Und Zeus macht sich auf den Weg, um hier nachzuschieben. Da würde ein AK, nein, ein M4 liegen. Sind trotzdem lieber als die Galea. Die flasht das wunderbar. Zeus kommt gerade noch um die Ecke. Aber er hat viel AP eingebüßt. Und Crystal braucht ihn eigentlich nur noch abzusahnen. Also 5 zu 1 Pentaspots. Pause-Call. Das Problem ist natürlich dadurch, dass wir keine Infos bekommen oder haben, kann ich nicht mal sagen, wer die Pause gecallt hat oder woran es liegt. Hat Zeit für ein Teechen. Dann, ich erhebe meine Teetasse auf dich. Du weißt, ich saufe hier nicht im Stream. Aber ich widme diesen hervorragenden Earl Grey auf dein Wohl, deinem Wohl, so rum. Dann's Welt geht unter, wenn es keinen Lachstag gibt. Es gibt wirklich keinen Tag des Lachses. Es gibt auch einen Tag von allem. Ich sag nur einen Schneeblo-Tag, Junge. Und dann gibt's keinen Lachstag. Ohne Witz. So, weiter kann's gehen. Offensichtlich alles irgendwie aus der Welt geschafft, was auch immer es war. Und Petter möchte hier offensiv pushen, ob das mal so eine gute Idee ist. Speedy den ersten mitgenommen, Tabs dann auch mit raus. Speedy, drei Leute, bevor die Rifle leer war, jawoll! Und sogar mit der Pistole noch Zeus mitgenommen. Jetzt konnte er sich sehen lassen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den auf die Schritte wieder herkriegen. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. 6 zu 1. Also, wie gesagt, der Offensiv-Push, den fand ich ein bisschen gefährlich. Man geht ja davon aus, dass Navi erstmal sparen muss. Deswegen bin ich mal kein Freund davon, so aggressiv offensiv zu gehen und vielleicht zu riskieren, dass man in die Piste jetzt reinläuft. Aber Speedy hat einfach so dermaßen gut aufgeräumt, dass das geht. So, Stroxy. Wieder ein Start gepusht worden. Also Panther spielt die Mitte über eine starke B-Kontrolle und dann eben auch viel über den Schacht, sodass man die Mitte wenigstens von zwei Seiten hat. Guardian hat sich hier oben schon wieder auf dem Dach positioniert. Der hässlichsten AK, die es jemals gegeben hat. Stroxy. Jetzt ist Guardians Moment eigentlich gekommen, aber er hat die ganze Zeit Schacht im Visier. Crystal hatte vor B aufgepasst. Trotzdem geht die Mitte-Kontrolle an Navi. Guardian Raum, Speedy ist sofort getroffen. Flamey, die kriegt er nicht direkt down. 2 gegen 2. Und jetzt kommt Crystal dazu. Absolut richtig, dass er sich nach dem Frag zurückzieht. Absolut korrekt, dass er den Vorteil mitnimmt. Und Struxi kann auf Camper-Position gehen, muss einfach nur hinten sitzen bleiben. Und wenn Edward rumkommt, dann kann er versuchen, ihn rauszunehmen. Währenddessen Crystal schon wieder unterwegs über Schacht. Ja, genauso ist es. Absolut richtig gespielt. Sauber gemacht von Panther. Bisher sieht das auch strategisch ziemlich gut aus. Wie gesagt, die Ausnahme Main-Pushen gegen Echo finde ich zu riskant. Ansonsten einmal ein bisschen offensiv gestanden vor der Armain, beziehungsweise vor dem Spot. Also ganz flawless ist es natürlich nicht. Ganz fehlerfrei sind sie nicht, aber mal gucken. Bisher ist es auf jeden Fall sauber genug, dass man Navi hier wirklich gefährlich werden kann. Wir sehen es schon. Navi hat sich den Spot ausgesucht, den A-Spot ausgesucht. Speedy wieder einen mitgenommen.
um seine Position noch mal ein kleines bisschen zu verbessern. Die Bombe liegt da vorne schon. Navi kann also nicht mehr abbrechen. Sie müssen jetzt durchpushen. Sie müssen den Asphalt angreifen. Sie ist durch die Smoke schon aufgepasst von Tweedy. Hat sich da kein bisschen Blöße gegeben. Und damit Runde Nummer 8 auf das Konto von Pentaspots. Die Deutschen präsentieren sich hier ziemlich gut. Und wieder ist es Speedy, der das Scoreboard anführt. Er fühlt sich wohl auf Cash, das wissen wir mittlerweile. Und das wissen wir auch schon aus der alten Zeit. Und er ist auch hier wieder in der Lage, sein Team, in seinem Team freier aufzuspielen. Ja, dann darf endlich Auto fahren. Anschuss von Crystal. Muss auf jeden Fall zurückziehen. Er muss gucken, dass er mit seiner AWP da etwas aus dem Nahkampf rauskommt. Da müssen wir die Position erstmal übernehmen, kurzzeitig. Schwieriger Faktor dabei ist natürlich, dass Crystal jetzt für die Mitte dann nicht mehr wirklich effektiv eingreifen kann. Aber schaut euch an, was Speedy gemacht hat. Er ist offensiv gepusht. Er hat die Bombe hinten gefunden. Navi hat sie abgelegt für den Fall, dass sie nochmal zurückschieben wollen. Und Speedy lässt sie leben, kann Informationen weitergeben. Flamey im Schacht. Jawohl, Speedy trifft Flamey aber nicht ganz. Trotzdem weiß er ganz genau, wo die Bombe ist. Das heißt, er kann wertvolle Infos an seine Mates weitergeben. Zeus und Flamey beide angeschossen. Für Flamey würde wirklich ein Schuss reichen. Die Nate kommt leider nicht so ganz dahin, wo sie hin sollte. Aber Struxy weiß ganz genau, dass er sich hier nicht weiter rauswagen kann. Ja, da wird ihm der Flash in den eigenen Rücken gehen. Schön aufgepasst von Tarsin. Ja. Jo. Ein kleines bisschen gedauert, aber Crystal hat ihn doch noch erwischt. Wir sind schon bei Runde 9, also sieht sehr, sehr gut aus für Pentasports hier. Und ja, in solchen Situationen habe ich natürlich nichts dagegen, wenn mein Coin in die falsche Richtung geht. Also, eher traditioneller Push, wie es aussieht. Normalerweise macht man ja gerne diesen Run-Boost. Na, ist man natürlich nicht ganz... Was ist das denn? Leute, was war das denn? Da ist ja wohl einiges schiefgelaufen in der Kommunikation. Ich will hoch. Nein, ich will hoch. Nein, du bist jetzt die Räuberleiter. Oder wie auch immer das passiert ist. Auf jeden Fall war man sich da nicht ganz einig. Sowas sollte nicht passieren. Ich sag's ja immer mal wieder. Pentasports spielt über weite Strecken ziemlich solides und größtenteils fehlerfrei CS. Es kommt da eine offensive Flash. Auch die saß ganz gut. Aber natürlich hat sich Struxy da in ein endgültiges Szenario reinbegeben, aus der er sich nicht mehr zurückziehen konnte. Jetzt kommt die Spieler aber kurz. Und Speedy muss fighten. Speedy muss fighten. Den zweiten hat er mitgenommen. Jetzt wurde vom Gabstapler ausgeschaltet. Aber auch hier hat er wieder Schaden gemacht. Crystal. Natürlich war er etwas überfordert mit der Lage. Trotzdem hat Tarsin hier den Blick Richtung kurz. Und er hat die Bombe auf dem Schirm. Hat sie genau vor der Nase. Smoke nach. Sehr, sehr schöne Smoke. Da kommt er rüber. Flamey weiß noch nicht ganz, wie er damit umgehen soll. Er hat irgendwo eine kleine Lücke an der Smoke-Kante. Tarsin weiß natürlich, dass er sich dann nicht zeigen darf. Jetzt sind sie durch. Uha, schwierige Situation. Jawohl. Hat er gut gelöst. Hat er richtig gut gelöst. Edward mit einem einzigen HP. Tarsin muss dann noch einmal abdrücken und dann hat er ihn. Das ist Runde Nummer 10 für Panther. Zumindest konnte Navi die Bombe nochmal legen. Irgendwo da liegt die Arme von Crystal. So viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Zu 1. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Navi kommt einfach nicht voran. Aber auch hier muss man leider ein bisschen was sagen. Man muss leider sagen, dass Navi heute, zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe, noch nicht die Performance gezeigt hat, die ich von ihnen erwartet hätte. Gerade was das Schießen angeht, fehlt es da doch zum Teil relativ gewaltig. Edward hat ihn auch zwar gut angeschossen, aber ist nicht gefallen.
Das wäre eine Gelegenheit gewesen. Also hauptsächlich Sprays. Die harten Headshots, die fehlen mir noch so ein kleines bisschen. Crystal, der sorgt auf jeden Fall dafür. Und ich denke, das macht Penta auf jeden Fall momentan besser. Aber was Navi auf jeden Fall auf ihre Seite verbuchen kann, ist mehr oder weniger ständige Mittekontrolle. Können immer wieder die Spots auch vernünftig splitten. Tapsen steht hier ziemlich offensiv. Er steht natürlich ungewöhnlich, damit er einen Überraschungseffekt hat. Aber da kommt der Headshot rein von Zeus. Vielleicht kann er die Situation hier ein bisschen drehen. Guardian etwas aus dem Fokus erwischt. Und so langsam aber sicher muss Edward mit der Bombe dann rüberziehen. Das dauert natürlich noch ein kleines bisschen. Und die Zeit könnte Crystal nutzen, um vielleicht die Verwirrung hier auszunutzen. Aber er hat, glaube ich, nicht mitbekommen, dass jemand links schon am Y steht. Ja, das sollte es für diese Runde höchstwahrscheinlich gewesen sein. Allzu viel Geld ist bei Penta dann auch nicht da. Also ich könnte mir vorstellen, dass Struxi nochmal den Gedanken hat, es zu versuchen. Aber diese eine gesavte Waffe könnte den Unterschied zwischen einer Full-Buy-Runde machen und dem Gedanken, dass man ein bisschen sparen muss. Aber er will es einfach versuchen. Er will es versuchen. Flamey hat Richtung Tür geschaut, hat es aber wieder aufgegeben nach kurzer Zeit. Also ich gehe natürlich davon aus, dass Struxi hier das nicht mehr versucht. Aber ich, so wie ich Navi kenne, sind sie natürlich nicht unvorsichtig genug, um das hier gar nicht zu decken. Zeus kommt reingesteppt. Zweite Runde für Navi. Endlich, muss man fast sagen. Auch wenn wir natürlich die Deutschen mal gerne gewinnen sehen, aber Drüberfahrt ist immer unschön. Hab lieber ein spannendes Match. Oh, Struxi. Auch der zweite Navi-Spieler hat nicht wirklich geguckt. Jetzt haben sie ihn ausgeschaltet, aber Struxi hat seinen Schaden natürlich schon gemacht. Und es hat genug Zeit rausgespielt, dass Speedy und Tarsien sich auf dem Baseboard schon verschanzen konnten. Wie gesagt, es ist Speedy, eigentlich Ardecker, der hier rüber geschoben ist. Das heißt, sie haben da schon ordentlich Verstärkung. Crystal, der Schuss kam durch die Kante durch. Kam durch das Rolltor. Und nur noch Guardian zwischen Penta und der Gegenrunde. Und diese Gegenrunde würde ihn natürlich den Rest der Halbzeit so ein bisschen auf dem Silbertablett präsentieren. Denn hat das Winkel hat keinen Loser-Bonus mehr und da ist es passiert. Also, Geld ist alle. Wieder 1400 für den Start. Und Navi müsste jetzt eigentlich noch einmal in die Echo. Genau, aber was soll ich sagen? Christian hier durch die Kante erwischt. Navi erhöht das Tempo ein kleines bisschen. Tapsen wieder das Duell gegen Edward da verloren hat. Er kam nicht mehr raus. Molotov hat ihn da eingeschlossen. Das Video hat auf jeden Fall einen kleinen Schrecken bekommen, glaube ich. Da sind die Flaschen rechts. Den Blick nach links. Und Guardian hat nochmal jemanden erwischt. Jetzt hat natürlich auch Tarsien das Problem, dass er hier beide Seiten vor der Gegner hat. Er wird umlaufen, siehst. Gut, hat er sich ein bisschen in eine schwierige Lage eingebracht. Speedy. Auch er wirkt überfordert. Hat er natürlich den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Und Crystal, der muss sitzen. Verdammte Axt, der musste sitzen. Jetzt ist er auf dem Spot und jetzt wird es für Crystal schwierig. Schönes. Drittes Brett von, zweites Brett von Guardian. Hat das Speedy ja vorher eigentlich auch schon mal eins reingedrückt, nur da war ein Stück Kante zwischen. Hat Speedy Glück gehabt.
Ja, Pistengefährlichkeit, keine Frage. Ja, die Galil hat natürlich auch ein bisschen mehr nachgeholfen. Da wollten sich die Panther-Spieler in vorteilhafte Positionen bringen und das ist dann reihenweise schiefgegangen. Und dann hat man sich ganz schnell in einer mäßigen Lage wiedergefunden. Recht offensiv, wollte natürlich mit seiner Deagle da mal reinschauen. Edward und siehst. Flamey. Das könnte jetzt interessant werden, denn Panther Sports, die haben so ein bisschen Navi ins Spiel kommen lassen. Und auch wenn sie schon ein ganz gutes Rundenpolster haben, ist das alles andere als sicher, dass man das hier durchbekommt. Und wie gesagt, wenn Navi erstmal richtig in Schwung ist, dann kann es durchaus passieren, dass sie einem das hier sehr, sehr schwer machen können. Also 11 zu 4 der Halbzeitspielstand. Weitergeht, das Ganze spielt nur Format in der Pause. Und auf geht's in die Piste Round. Navi hat Piste, starke Spieler, das wissen wir. Guardian ist unglaublich gut bei der AWP. Mit der USP meine ich, P2000. Edward, wissen wir sowieso. Extrem starke Pistespieler, auch er kriegt ins Gesicht. Ich nenne mal noch weiter Namen. Zeus ist auch ein guter Spieler, kriegt auch ins Gesicht. Chef von Seas. Das sieht ganz gut aus für Panthers. Sie kommen da gut weiter voran. Flamey kriegt am Struxi auch nicht so wirklich down. Sind wir mal gespannt. Siehst du auch wieder von hinten attackiert. Das ist nicht ganz klar, wer wo steht. Man ist ja ziemlich durcheinander gewürfelt. Und Pentasports muss auf jeden Fall schauen, dass sie noch an die Bombe rankommen. Die wissen natürlich, dass Flamey die genau auch im Blick hat, dass er genau weiß, wo die ist. Ja, Siehst kann dann sagen, dass er Mitte rausgeht. Geht aber nicht zum Schacht rein. Auch Strux, sie macht sich auf den Weg rüber und das sollte für CC die perfekte Gelegenheit sein. Er kann nicht nur Informationen weitergeben, sondern kann auch noch den zweiten Spieler abfangen. Strux checkt und checkt und checkt, aber das ist ein bisschen zu wenig. Er kann nicht alle Positionen überprüfen, hat nicht die Zeit, einfach alles abzuchecken. Jetzt heißt es für Tarsin, die Bombe verteidigen. Einer rechts, einer links, hat er gehört. Navi ist nicht leise. Er kennt die Position, kann sich zumindest beide nacheinander schnappen, aber er hat beide nicht direkt getroffen. Und in so einer Situation muss natürlich der Schuss sitzen, und zwar beide. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. 11 zu 5. Richtung Mitte, Edward. Er hat sie gespottet. Darf natürlich nicht mehr rumgehen. Macht er alles richtig. Hält sich da bedeckt. Von hinten marschiert Navi schon an. Die beiden von B sind offensiv gekommen. Flamey rastet auch ein bisschen aus. Ganz klein bisschen. Schönes Brett von da sehen. So wollen wir das sehen. Die Deagle Shots.
So, ist mit 3 AP. Da muss natürlich noch ein Glock Burst hinterher, aber den kriegt er nicht mehr rausgedrückt, denn er wird festgenagelt. 6 zu 9. 6 zu 11. Sorry, wie komme ich auf 9? Keine Ahnung. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Ja, das war's mit dem Early Buy. Dadurch, dass sie ja in der letzten die Bombe gelegt haben, kann man sich jetzt dann Waffen leisten. Sehr, sehr geduldig, wie man gar nicht abgezielt hat. Jetzt wird gegengepusht. Edward, man kennt seine Position. Da muss man ihn auch vernünftig angehen. Aber für den Refrag ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Trotzdem hat Penta den Erfolg in der Mitte. Und gleichzeitig Christy auch noch Edward zerlegt. Oder andersrum. Egal, auf jeden Fall der zweite ist gleich mitgefallen. Flamey down. Damit ist der Weg Richtung Baseboard frei. Siehst du, hat nur noch ein paar HP übrig. Also gehe ich mal stark davon aus, dass er versuchen wird, seine Waffe hier zu safen. Aber das ist noch ein langer Weg bis dahin. Die Bombe liegt noch nicht und dann sind es nochmal 35 Sekunden. Plus natürlich die knapp 5 Sekunden, die danach noch dann anstehen. Jetzt ist die Position bekannt. Warum er das Gefühl hat, er müsste da weggehen, weiß ich allerdings nicht genau. Denn es ist höchstwahrscheinlich, dass jemand vom B-Spot noch nachkommt, über die CDBs. Na gut. Also 6 zu 12, wichtige Rolle für Penta. Damit den Lauf von Navi direkt unterbrochen. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Das Christy hat doch direkt wieder rübergezogen. Hat ihn ja gar nicht lange rumlaufen lassen. Ja, und Navi, was soll man dazu sagen? Sie kommen einfach nicht so richtig rein. Auch das dauert wieder elendig lange, bis Flamey ihn erwischt hat. Natürlich ist die 450 immer ein bisschen... Oh, das war ein bisschen übermütig, aber der Gedanke war ganz nett. Auch die 450 ist natürlich immer ein bisschen ungenau. Man kann sich nie darauf verlassen, dass sie wirklich auch über längere Distanzen sauber trifft, aber... Man merkt jetzt einfach durch das ganze Spiel weg von Navi, dass da immer wieder relativ leichte Schüsse vergeigt werden. Und in der Summe fühlt sich dann schon so an, als ob Navi heute einfach auch nicht so gut drauf ist. Mal gucken, ob sie sich da noch, einfinden, denn Navi sehen wir heute insgesamt dreimal. Und wenn sie alle drei Spiele so spielen, dann könnten das unter Umständen drei Niederlagen werden. Sehr, sehr langsam, wie man das Ganze angeht. Wieder Mitte-Kontrolle. Auch hier Penta mit viel Fokus da drauf. Und Navi spielt extrem defensiv.
Also, da hat man in der Mitte nicht mal was gegengehalten. So, jetzt muss ich auf jeden Fall mehr als einen killen, denn ansonsten fällt der Spot nach und nach, wenn man immer 1 gegen 1 tauscht. Flamey auf dem Spot gefischt. Der Molotov hinten hat ihm ein bisschen den Bewegungsspielraum genommen. Gardin ist oben nachgeschoben. Das sollte für Tarzan auch ein relativ leichter Pick sein. Trotzdem konnte Gardin noch einen ausschalten. Aber für ernsthaft die Chancen auf die Runde, da wird es hier auf jeden Fall nicht mehr reichen. Sie zieht sich zurück, gibt die Runde auf und hofft, dass er seine M4 hier irgendwie in die nächste Runde mitbekommt. Und das wird dann Runde Nummer 14 für Penta Sports werden. Die Deutschen sind nur noch 2 Runden davon entfernt, hier Navi vom Server zu putzen. Und ehrlich gesagt hat man ein bisschen das Gefühl, als wenn... Ja. Als wenn da hier auch gerade ein kleiner Klassenunterschied ist. Also, gute Leistung von Penta, ohne jede Frage. Möchte ich auch gar nicht schmälern, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben und über weite Strecken des Spiels auch fast fehlerfrei. Aber Navi ist heute irgendwie kein richtiger Gegner dafür. Ist jetzt einen Anschuss bekommen, aber die AWP ist dann doch tödlich. Ja, und Tarzi marschiert auch schon wieder durch. Fleißig durch die Tür durchgelaufen. Flamey. Das sieht aus, als ob es ins 15 zu 6 übergeht. Also, da ist die Luft raus bei Navi. Und ich bin echt gespannt. Sie müssen da mehr aufdrehen, wenn sie die nächsten Partien genauso spielen. Da kommen noch härtere Gegner. Da kommen noch härtere Gegner. Da kommt ein Titan und ein Envias im Anschluss. Also jetzt gibt es erstmal den letzten Versuch, den letzten Force bei 15 zu 6. Da sehen, jawohl. Einfach predicted, Edward erwischt, also wenn es da nicht läuft, dann kommt halt auch oftmals noch Pech dazu. Thompson. 5 gegen 3, jetzt hat natürlich Navi auch wieder ein bisschen Zugzwang, jetzt müssen sie versuchen, offensive Moves zu machen. Thompson zielt ihn auch wieder vernünftig ab. Ja, 16 zu 6, also starke Vorstellung von Pentasports, schwache Vorstellung von Navi und das Ergebnis ist mehr als eindeutig. GG, well played. Schön.